Willkommen, hoch, hoppala. Willkommen zurück zu Metro, Redox Metro 2033. Wir haben hier spannend aufgehört und machen auch direkt spannend weiter. Alter Falter. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Und so? Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Und somit werden wir zum Hunter. Yeah! Cool! Das wollten wir sowieso schon immer mal. Mutanten jagen. Von ich wollte das auch schon immer mal. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Hunter war nicht zurückgekommen? War nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen? Ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach der Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Okay, also Artyom meldet sie sich, so wie ich schon sagte, dafür. Endlich! Yeah. Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey Artyom, vergiss nichts. Nein, natürlich nicht. So, da wären wir. So, ich denke mal, jetzt wird das richtige Spiel auch losgehen. Jetzt haben wir das, den Vorprolog natürlich auch gesehen. So, da haben wir Metro 2033. Das wird, glaube ich, das von dem gewissen Dimitri Glikowski. Glukowski sein. So wird das wahrscheinlich aussehen, das originale Buch. Ich habe selber nicht gelesen. Ich werde es mir, glaube ich, vielleicht irgendwann mal holen und mal lesen. Ich aus, Licht an? Okay. Da lag, glaube ich, noch ein Metro-Buch. Genau. Komm auch, Licht aus, Licht an. Funktioniert jetzt das Funkgerät? Nein. Okay. So. Ein neuer Eintrag. Nicht eingesammelt? Was? Die Verteidigung unserer Heimatstation vor den Schwarzen. Schreckliche, geheimnisvolle und unschlagbare Feinde wird allmächtig zur einzigen Aufgabe. Unsere alten Feinde, die Nosalis und Telepathen haben wir vergessen. Und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten diese Besitzer schon längst unser Krankenhaus überfallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet hätten, wäre Hunter auch nur eine Stunde zu spät hierher gekommen. Der notiert sich aber ganz schön viel. Oh, jetzt kommen wir. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Das ist doch nie im Leben. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Das ist doch nie im Leben eine Wache da hinten. Da ist ja gut. Aber die Musik ist gerade. Das ist schöne Musik. Ja. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Aha. Yeah, yeah, ich bin in der Metro. La 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 la. So, moin Jungen, was geht? Ich hatte die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab?
Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Genau. Lass dir nichts erzählen. Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Deinen Papa? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Wow. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. So, das können wir also auch. Gut, so, dann gehen wir mal. Nein! Oh, Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. An der Oberfläche? Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Genau. 50 Jahre hast noch ein bisschen Zeit zu schlafen, also hol dich hin. So. So, was haben wir hier? Und da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal ausmecken. Wie geil. Was soll das überhaupt alles sein hier? Um das Journal zu öffnen oder zu schließen, können Sie die Touchpad-Taste drücken. Achso, da sieht man... Achso. Achso, okay. Gehen Sie zu Police, finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Karawane, besorgen Sie sich in der Waffenkammer Ihre Ausrüstung. Schließen Sie sich der Karawane an. Okay. Da sieht man übrigens auch den Kompass, wo wir hin müssen, damit wir immer wissen, wo wir hin müssen. Was ist das? Nein! Hätte ich das mal vorher gewusst. Boah, das sieht das cool aus. Funktioniert das immer? Ich werde es mal nicht immer verwenden, weil, nachher haben wir davon nichts mehr. Überall Dreck! Nur Dreck! Leute sind Dreck, wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall! Leute, was hat der denn geraucht? Was hat der denn geraucht? Ich werde trotzdem noch mal eben die Soundeinstellung auf ein höher machen. In Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Ja, dann bist du scheiße. Bist du scheiße. Also hast du gehört? Du bist scheiße. Alle Leute sind scheiße, sagt der. Der sagt, alle Leute sind scheiße. Ja, also bist du auch scheiße und ich bin auch scheiße. Sind wir alle scheiße. Scheiße ist scheiße. Bist du scheiße. Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Was? Da wird jeder sauer. Hör mal, jetzt pass mal auf, du. Also so sauber sieht das jetzt hier auch nicht aus, ja? Und mit deinem Rock, wo hast du den her? Hast du den von Urban? Alter. Hör mal, wenn du so weiter... Hau ab, Artyom. Ja, wenn du so weiter wischst in meinem Kreis, dann kann da auch nie was werden. Ich kann dir das ja gerne mal zeigen. Kann man da lang? Nee. Oh, okay. Ist ein bisschen undicht hier alles. Ich frage mich, wo die ihr Wasser herbekommen. Das ist doch nur so ein... Ganz synchron ist es dann auch nicht, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Huch. Bugs. Wenn der Fax jetzt stehen würde, dann Faxe, könnte es ein Bier sein. Ich mach mir das solche Sorgen. Okay, Papa, tut mir leid. Wow. Ich erinnere mich daran, gelesen zu haben, dass Kalischnikow sehr stolz darauf war, dass seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Er hat gesagt, dass er glücklich sei. Hey, du! Komm mal hierher! Ja, ich bin da. Und jetzt? Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Okay. So sein, der die Guillotine erfunden hat. Und jetzt benutzen wir Patronen als Währung? Wie krank ist denn das? Patronen als Währung? Eine Kugel ist ein Leben.
100 Gramm Tee kosten 5 Leben. Ein Würstchen? Die Kleinigkeit von 15 Leben. Eine schöne Lederjacke. Lederjacke. Du hast Glück. Sie ist im Angebot. Ich finde die Sprache nicht cool. 300, also bezahlen die hier mit Patronen so ihre Gegenstände? Beauftragt den Funkzimmer. Zumindest geht's nicht schlecht. Die quatschen jetzt alle durcheinander. Sag mal, könnt ihr mal alle ruhig sein? Ich will hier nur einen zuhören. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still. Aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Ich komme mir gerade vor wie in so einem Adventure, gar nicht in so einem Shooter. Weil das hier total cool ist. Och, wie süß ein Teddy. Darf ich den mitnehmen? Sieht auch nicht so mehr ganz so fit aus, also so ein bisschen neben der Spur. Schau mal, das ist ein richtiger Helm für Sie. Der da ist auch nicht schlecht, aber der ist genau richtig. Huch. Ja, nicht schlecht. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Ist Ihr Leben für Sie so wertlos? Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Ah, okay. Jetzt sind wir hier im Waffenladen und können jetzt hier, ja, den Revolver anpassen. Das war die einzige Waffe, die wir noch haben. Entweder Zieloptik oder Lauf. Können wir auch beides. Ich werde, glaube ich, mal den Lauf verbessern. Unterdrückt das Mündungsfeuer, dämpft den Knall und verringert die Steuerung. Die Streuung, nicht die Steuerung, die Steuerung. Verringert die Steuerung, da kann ich bald gar nicht mehr zielen. Außerdem wird die Projektilgeschwindigkeit verringert, was geringeren Schaden zur Folge hat. Okay. Achso, jetzt kann man noch. Achso, das ist noch eine Untergruppierung. Achso, das war der Schalldämpfer. Jetzt haben wir hier verlängerten Lauf. Erhöht die Genauigkeit bei mittleren und großer Entfernung. Entfernungen. Bei mittleren und großen Entfernungen. Macht die Waffe aber sperriger und schwerer. Das heißt, wir können nicht so schnell laufen. Ach, da oben rechts sehen wir unsere Punkte. Ja, 33 Patronen haben wir. Das heißt, den verlängerten Lauf könnten wir uns schon nicht mehr kaufen. Ich gehe nochmal zurück auf Zielen. Reflexvisier. Ich bin überall in Spielen vertreten, also was Shooter angeht. Es gibt immer ein Reflexvisier. Ich bin im Spiel. Also, Zieloptik, Reflexvisier. Diese Zieloptik aus der Vorkriegszeit macht das Zielen bei geringen und mittleren Entfernungen einfacher, ohne jedoch zu viel vom Sichtfeld zu opfern. Das klingt schon mal super. Ist auch, glaube ich, das Einzige, was wir haben. Info ausblenden, Info einblenden. Reflexvisier an den Revolver für 25 Munition anbringen. Ja. So. Verlassen wir das Ganze mal. Wie Sie wollen. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Ist der beste Frisch. Kommen Sie her und wählen Sie aus. Alles ist frisch. Mein Gott, wie cool das ist. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was ist das denn? Alter, was ist er denn? Wo ist das? Der Wahrsager oder wer ist das? Shop Exchange. An Wechselstuben können Sie Ihre Militärpatronen gegen schmutzige Munden für Ihre Waffen tauschen. Moment nochmal. An Wechselstuben können Sie Ihre Militärpatronen gegen 44er Magnum. Ja? Achso, Pistolenmunition. Gewehrmunition. Treffen Sie Ihre Wahl. Ach so, 44er Magnum. Aufgrund Ihres erheblichen Gewichts besitzt diese Patron, dieses Kaliber, eine große Stoppwirkung. Und das, obwohl sie in der Metro produziert werden. Ach, hier kann man. Achso, hier kann man auch verkaufen. Wie viel haben wir denn? Wir haben insgesamt haben wir denn. Wie viel Munition haben wir denn? Haben wir 12? Eine gute Idee. Ja.
12. Also haben wir jetzt 6 gekauft, okay. Also haben wir da jetzt 6 uns geholt. Ah, gut, dann heißt das für uns, wir gehen mal weiter. Was stand denn nochmal auf dem, was stand denn nochmal auf dem Plan? Beschreiben Sie die Situation, besorgen Sie sich in der Waffenkammer Ihre Ausrüstung. Schließen Sie sich der Karawane an. Okay, alles klar, das haben wir. Gut. Atjon, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Haha, und die Waffenkammer ist direkt nebenan. Anstatt da sagt, geh mal hier eben nebenan rein. Aber nein, natürlich nicht. Hallo, Atjon. Moin. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei. Hallo, Atjon. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Bastardpistole. Geil. Nutze kurze Feuerstöße, Atjon, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Wofür sind die Akkus? Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Okay. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Armeeausgabe der Medipacks, was ist das denn? Ist das eine Zigarettenschachtel? Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ach, okay. Nein, wie geil ist das denn? Alle. Huch. Okay, jetzt geht das Ziel ein bisschen schneller. Vielleicht war das vorhin so... Vielleicht war das vorhin so gewollt. Okay, die geht anscheinend nicht kaputt. Yeah! Das ist aber cool. Aber die Nachladeanimation ist mal auch geil gemacht. So, man soll auch irgendwie auf die Uhr gucken können. Ich weiß nur nicht wie. Okay, das funktioniert noch nicht. Da haben wir... Doch, da oben. Ach so, okay. Das soll nämlich auch... man soll nämlich auch gucken können, wie viel Zeit man hat, um an der Oberfläche zu bleiben. Weil da kann man nämlich nicht immer bleiben. Wegen der Strahlung und sowas. Ja. Das ist natürlich eine coole Funktion. So. Ja, ich denke nochmal, das reicht. Können wir denn noch... Huch. Ach genau, können wir nochmal den Rest ausprobieren. Ja. Sehr schön. Okay. Dann schauen wir mal. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky-Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Ich muss dazu sagen, ich finde es richtig toll, dass ja nicht jeder Einzelne, aber so ein paar Grüppchen hier in dieser Metro eine Geschichte zu erzählen hat. Das finde ich toll. Finde ich sehr schön. Ja, super. Finde ich cool. So. Oh, jetzt aber. Jetzt müssen wir alle mitsingen. Haltet euch fest. Für den Chartkracher schlechthin. Achtung.
Gleich kommt's, gleich geht's los. Moment. Gleich geht's los. I believe I can fly. I can touch the sky. Bin in der Metro gefangen. Und bald komm ich nach oben. Noch circa 50 Jahre. Dann steht er immer noch an der Gitarre. Und dann geht's nach oben. Und dann werde ich oben toben. So. Okay, ich dachte, er singt. Wie geht es dir, Artyom? Ah, oh, ganz gut. Und selber? Stehst hier einfach nur rum und chillst. Okay. Oh, jetzt. Jetzt wird er aber gemütlich. Ach, wie süß. Der ist aber niedlich, der Kleine. So. Die sagen ja alle gar nichts. Hallo? Okay, das reicht. Runter damit. Scheiße. Mein Rücken. Mein Rücken. Eins noch. Oh. Beim Fliegen, das stinkt ja aber ganz Ferkel. Schön. Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Ich bin auch immer ein Ferkel, wenn ich auf dem Klo bin. Und wenn ich das Spiel, glaube ich, durchgespielt habe, dann kann man mich auch Ferkel nennen, weil dann meine Unterhose nämlich so aussieht wie ein Ferkel. So. Hab ich. Das geht doch nie im Leben gut, was die beiden da treiben. Oh, du schließt dich der Karawane an? Dann viel Glück! Ja! Dankeschön! Hallo, Artyom! Moin! Ja? Willst du heiraten? Momentan ist echt die Zeit dafür! Ja, momentan ist echt die Zeit für heiraten. So! Ich denke mir mal, Artyom. Wir werden jetzt zur Karawane kommen. Artyom! Hierher! Beeilung! Sei ja. Gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenze... Ja, bin ich. Hallo? Ach so. Ich bin bereit, ich bin nicht bereit, ich bin bereit, ich bin nicht bereit. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Oh, ich muss mich sogar entscheiden in dem Spiel. Wusste ich gar nicht. Das ist noch schlimmer, als der Arzt zu sein, der die Guillotine erfunden hat. Alter, wie geil ist das denn? Also, was hätte ich gerne auch für zu Hause? Da brauche ich nicht mal zum Kühlschrank laufen. Da kann ich so einen Kran immer so trampeln. Dann kann ich mit dem Kran zum Kühlschrank gehen. Ja, ich würde sagen, ob wir bereit sind, ob wir nicht bereit sind, das seht ihr in einer weiteren Folge Metro Redux Metro 2033. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und ich denke mir mal, das wird spannend in der nächsten Folge. Denn ich denke mir mal, dass wir dann auch ein bisschen mehr Action sehen werden. Das war jetzt sehr, sehr viel ja, Unterhaltung vom Spielgeschehen her halt her und viel Prolog. Und ich denke mir mal, in der nächsten Folge werden wir dann auch ein bisschen mehr sehen, was so die U-Bahn zu bieten hat. Und ich will das gar nicht sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich will das gar nicht sehen. Also, bis demnächst. Ciao.